Im Südtiroler Landtag wurde der vom Arbeitsförderungsinstitut AFI im Auftrag der Gleichstellungsrätin der autonomen Provinz Bozen Michela Morandini erarbeitete Bericht über die Beschäftigungssituation von Frauen und Männern in Südtiroler Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten für den Zweijahreszeitraum 2018-2019 vorgestellt. Die Gleichstellungsrätin Michela Morandini und der Präsident des Arbeitsförderungsinstituts Dieter Meyer haben gemeinsam mit den Autorinnen Silvia Vogliotti und Gaia Peresini einen Überblick über die aktuelle Lage gegeben. Wenn wir es zusammenfassen, wir haben jetzt eine Erfahrung von 12 Jahren, muss leider festgestellt werden, dass es nicht wirklich Veränderungen gibt. Also die Frauen hinken in der Chancengleichheit in den Großunternehmen in Südtirol nach. Sie hinken nach in den Bereichen eben des beruflichen Aufstieges. Sie hinken nach, wir haben eine hohe Segregation, horizontale Segregation. Das heißt, die weiblichen Berufe bleiben typisch weiblich, die männlichen Berufe bleiben typisch männlich. Wir haben zum Beispiel eben als Zahl in den privaten Pflege- und Sozialeinrichtungen 67% eben an Frauen. Wenn wir dann im produktiven Gewerbe gehen, sind es 25%. Teilzeit ist weiblich und Teilzeit ist eine Möglichkeit der Vereinbarkeit Familie und Beruf. Aber wenn wir von Chancengleichheit sprechen, ist es natürlich eben auch so, dass es oft ein Hindernis ist für das Weiterkommen. Wir wissen auch, welche Folgen es für die Pensionsbeiträge eben hat. Im Jahr 2020 waren es 156 Unternehmen, die Daten für den Zweijahreszeitraum 2018-2019 in Bezug auf Mitarbeiterzusammensetzung, Einstellung und Austritt, Berufskennzahlen, Vertragsformen und Ausbildung in Unternehmen zur Verfügung gestellt haben. Dieser Bericht zeigt wieder einmal mehr, dass Gleichberechtigung in den großen Südtiroler Unternehmen immer noch nicht hergestellt ist. Nur um zu sagen, die Führungskräfte sind weniger als 10% Frauen. Es sind immer noch die Mehrheit der Frauen, die Elternzeit nehmen. Teilzeitbeschäftigung ist weiblich und das kann man auch so fortschreiben. Wie die Daten zeigen, hat sich die Beschäftigungssituation von Frauen in den letzten Jahren nicht verbessert. Die Pandemie wird die Lage wahrscheinlich noch verschlechtern. Es bleibt eine Kluft zwischen der formalen Gleichstellung und der Realität. Frauen haben auf dem Papier vielleicht die gleichen Rechte, aber nicht die gleichen Chancen auf einen festen Arbeitsplatz, auf Karriere, auf gleiches Gehalt. Der Bericht zur Beschäftigungslage von Frauen in Südtiroler Großunternehmen, der von der Gleichstellungsrätin vorgestellt wurde, hilft uns zu verstehen, wie die Situation in den größeren Betrieben Südtirols aussieht. Gleichstellungsrätin Morandini weist darauf hin, dass ein Kulturwandel erforderlich sei, um Geschlechterstereotypen und direkter und indirekter Diskriminierung in der Arbeitswelt entgegenzuwirken. Dafür brauche es eine aktive Arbeitspolitik, welche die Bedürfnisse von Familien und den sozialen Kontext, in dem sie leben, berücksichtige.